Hallihallo Freunde, der NRW Bar 18 hier. Herzlich willkommen im nächsten Bafo mit Fluchteil. Ja, gestern, beziehungsweise heute Nacht, nee, doch, gestern, es war gestern Nacht, Monkey Island Special Edition abgeschlossen und jetzt geht es hier weiter. Ich denke mal, morgen oder in den nächsten Tagen wird dann auch das nächste Let's Play dann auch starten. Ja, ansonsten gibt's nichts viel Neues, außer der Let's Info-Teil Nummer 11 ist online, das Let's Tech-Video kommt heute noch und halt Bafo mit Fluch. Genau, also seid gespannt, wir machen jetzt hier auch erstmal weiter. Ich weiß es ungefähr, oder kann es mir denken, wie es weitergeht. Und zwar, mit diesem Schlüssel können wir jetzt, so denke ich mal, den Schlüssel raus. Ja, genau. Ich kann es kaum glauben. Imeldas Schlüssel öffnet die Schatulle meines Vaters. Ich fürchte mich vor dem, was ich darin finden werde. Das sieht mir nach einem Stück des Bildes aus. Ein Foto von Imelda. Aber warum hier? In der Schatulle meines Vaters? Ich habe das Gefühl, als ob mich ein schwarzes Loch verschluckt. Imelda und Carchon. Grinsend. Während hinter ihnen ein Dorf dem Erdboden gleichgemacht und die Bevölkerung abgeschlachtet wird. Und da? Gleich neben ihnen? Schaut mich wie durch eine Zeitmaschine mein eigener Vater an. Ein Brief. Ich fürchte, jetzt kommt der schlimmste Teil. Hotel Saint-Georges, Algier, Freitag. Mein geliebter Thierry, wenn du das liest, bist du schon längst in Sicherheit, weit weg von Afrika. Keine Angst, Pierre und die Organisation haben keine Ahnung, für wen du wirklich arbeitest. Und auch nicht von uns beiden. Hast du gedacht, ich würde dich verraten? Das könnte ich gar nicht. Du wolltest, dass ich ihn verlasse, aber ich war nicht so mutig wie du. Ich weiß zu viel über das, was hier passiert ist. Sie würden mich finden und uns beide töten. Genieße dein Leben in Paris, Thierry. Dein Leben voller Ehre und patriotischer Pflicht. Verleiht man Spionen eigentlich auch Orden? Wohl kaum. Du bekommst höchstens einen Tarnjob in irgendeiner Botschaft. Dieses Leben könnte ich nie mit dir teilen. Stell dir mich mal als Diplomatengattin vor. Darum muss ich hierbleiben bei Pierre. Wir beide sind zusammengeschweißt durch das, was wir diesem Land angetan haben. Au revoir, mein Geliebter. Du wirst für alle Zeiten in meinem Herzen sein. Imelda. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Mein Vater hatte verdeckt für die Regierung gearbeitet. Er war also doch einer von den Guten. Na, immerhin. Er und Imelda müssen sich ineinander verliebt haben. Sie fand heraus, was er wirklich war. Also musste er fort. Es hat ihr das Herz gebrochen. Aber sie hat es nie jemandem erzählt. Ich könnte das auch nicht. Was immer er auch getan hat. Er hatte gute Gründe, es geheim zu halten. Ich habe mich entschlossen, das zu respektieren. Und niemandem etwas zu erzählen. Na, das passt ja dann schon wieder, dass das dann in der Originalfassung rausgeschnitten wurde. Was ist jetzt? Wieso geht das Bild hoch? Ah, jetzt Pflänze wieder. Am nächsten Morgen. Ah, die sitzt immer noch da. Das ist George. Ich weiß es einfach. Einen Moment lang bin ich versucht, so zu tun, als sei ich nicht da. Oder ihn zu bitten, zu gehen und später wiederzukommen. Aber dann... Aber dann. Herein. Hallo, George. Sis, er kommt da einfach ranspaziert. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDavid's. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Maufusson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes.
können wir jetzt... Hä? Aber darüber haben wir schon mal gesprochen. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Ich wusste es. Ein erhängter Mann. Wo ist hier ein erhängter Mann? Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Ach, das war das, ja. Da kann man nix, da kann man nix. Da kann man nix, da auch nicht. Ja, gehen wir mal. Hallo. Ach nein, ich muss jetzt hier wieder... Oh. Da. Da ist wie... Auf der Schritt durch, mein... Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Maufrisson war. Das weiß ich. Alles, wonach ich mich richten kann. Nee. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Ach, okay, ja. Kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen, einen Trip in den Waschsalon. Pass auf dich auf. Stimmt, der Inspektor. Also gehen wir mal Poste de Police. Okay. Ich möchte so gern mit George über alles reden, was passiert war. Aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Die Verbindung meines Vaters zu Afrika muss für alle Zeit ein Geheimnis bleiben. Nur die Regierung weiß, wie mutig er war. Und ich weiß es auch. Es zu enthüllen würde nur seinem Andenken schaden. Die Leute würden die Geschichte einfach verdrehen. Ganz schnell stünde er als der Bösewicht da und Carchon als Held. Ich weiß, wie man sowas macht. Ich bin schließlich Journalistin. Hm. Das ist irgendwie komisch, weil hier spielt sich eine Geschichte in der Geschichte ab, finde ich. Also jetzt hier im Director's Cut ist es so, dass man, ja, fast schon sagen kann, dass Nicole ein Doppelleben führt. Das ist schon sehr komisch. Ach, der Inspektor ist ja gar nicht da. Das ist nur irgendwelcher Polizeipapierkram. Ein Steckbrief. Sergeant Mouet? Ja. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen? Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Hä? Ich weiß, wer der Ermordete ist. Sein Name war Plantard. Ah, wirklich? Kannten Sie ihn also doch? Nein, aber... Wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen. Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur. Ah, ich liebe solche Sprüche. Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall statt? Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Sie heißen Flapp und Guido. Bon. Ja. Diesmal schnappe ich sie mir. Schau das Gesicht an von dem Sergeant. Wie süß. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja. Früher war er bekannt als der Maulwurf von Montmartre. Ich habe gehört, man hat ihn ins Hospital geschafft. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. Aha. In welches Hospital hat man Marquet eingeliefert? In die Aggenmeyer-Klinik in der Avenue des Arisons. Ach genau, die Information, die habe ich auch noch gebraucht. Stimmt, ich wusste gar nicht, dass wir die hier kriegen. Oder wusste nicht mehr. Warum hatte Marquet den Spitznamen Maulwurf vom Montmartre? Wahrscheinlich, weil er in Montmartre wohnte, vermute ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert hat? Kennen Sie jemanden namens Kahn? So einen merkwürdig aussehenden Kerl mit einer Narbe auf der linken Wange. Nein, Monsieur. Er nennt sich auch Thomas Moilin. Ich bedauere, Monsieur Stoppard. Ich kenne ihn nicht. Besteht irgendeine Verbindung zwischen diesem Mann und dem Bombenanschlag auf das Café? Ja, ich glaube, er hat den Namen Kahn benutzt, als er das Clownskostüm ausgeliehen hat. Hm.
Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Non, Monsieur. Das ist der Kerl, der die Bombe im Café gelegt hat. Der Clown. Dieser Mann sieht aber überhaupt nicht wie ein Clown aus. Oh. Er hat natürlich die Theaterschminke und das Kostüm abgelegt. Dann gibt es keinerlei Indizien, die diesen Mann mit dem Anschlag in Verbindung bringen. Nichts? Schauen Sie sich doch bloß diese mörderischen Augen an. Mhm. Kaum genug, um eine geschworene Jury zu überzeugen. Sagen Ihnen diese Streichhölzer etwas, Sergeant? Das ist ein schwedischer Zweireiher mit querliegender Bergmann-Reitfläche. Also, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Ein Vorkriegs-Anderson-Gelenk. Was, wirklich? Ich habe noch nie einen verstärkten Anderson gesehen, der nicht in einer Privatsammlung gesteckt hätte. Sowas ist also selten, ja? In diesem Teil der Erde schon. Es gibt nur drei Orte, wo sie hergestellt werden. Taiwan, Manila und Slough. Nein. Doch. Na egal, ich glaube, das war es dann auch. Bis bald, Sergeant. Dann haben wir ja jetzt endlich, was heißt endlich, aber genau, Hospital. Ah, okay. Können wir den aufmachen? Ich fühle mich irgendwie schuldig, als ich versuche, die Tür zu öffnen. So, als wollte ich ein Grab ausrauben. Ich greife mit zitternder Hand nach der Klinke und ziehe. Die Tür ist verschlossen. Schade. Na, okay. Dann gehen wir mal rein. Ach ja, da ist er schon. Ja, wie ich sie vermisst habe. Na, reden wir mal zuerst mit ihr. Verzeihung. Ja, Sherry. Oui, Monsieur. Na. Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen. Die waren meine Idee. Ein bisschen Grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Jacques Marquet besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Ja. Yeah, ich bin sein seit langem verschollener Bruder. Ein Bruder, der nur halb so alt ist, einen anderen Namen und einen amerikanischen Akzent hat? Yeah, darüber wundern sich die Leute immer. Daran ist aber, denke ich, unsere Mutter schuld. Wir wurden in frühester Kindheit voneinander getrennt. Es war tragisch. Eine Verwechslung im Kindergarten des Einkaufszentrums von Oakland. So etwas Lächerliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das war's wohl nicht. Ach, Mann, ey! Also kann ich Marquet sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht? Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquet. Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Ist Marquet von einem Mann in einem Clown-Kostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen? Naja, doch. Da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte. Hatte Marquet Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Ja, so ungefähr. Haben Sie diesen Mann hier in der Klinik gesehen? Nein, Monsieur, und ich vergesse nie ein Gesicht. Na dann. Naja, gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. So, Freunde, hier kommen wir so leider nicht mehr weiter. Mit dem reden wir gleich, aber ich glaube, das können wir uns auch schenken. Wir müssen nämlich hier eine Verkleidung einfallen lassen oder irgendwie beschaffen. Wie das aussieht und wie wir jetzt dann hier weiterkommen, das zeige ich euch gleich im nächsten Teil. Also, bleibt vor eurem PC, es geht gleich sofort weiter. Bis dahin, NRW über 18, adieu!